Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. El Camino drehte in die Fußspuren eines furchtlosen Entdeckers. Ja, dann schauen wir da mal hin. Gucken, wo wir da hinfahren müssen. Vielleicht ein paar Fotos machen oder so. Das letzte Puzzlestück. Willst du es übernehmen oder soll ich? Ui. Ja, Carmen wartet. Sag ihr, die Aufnahmen, die sie von mir gemacht hat, sind echt nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, irgendwie bewegt sich das Auto seltsam, aber es kann natürlich sein, dass sie da nochmal hier auf die Karte gesprungen sind. Weil er schon einen fetten Heckantrieb drin hat. Geht da schon ganz gut ab. Was müssen wir fahren? 6 Kilometer? Okay, dann muss ich mal sagen, ich springe einfach mal kurz hin. Du hast eine Herausforderungskarte gefunden. Ein anderer Horizon-Fahrer möchte deine Fähigkeiten testen. Hast du Lust? Ja, bin ich hier richtig? Irgendwie hat das Gefühl, dass ich da gar nicht so richtig bin. So, was haben wir hier? Ein Ford Escort Cosworth RS. Get 9 Ultimate Speed Skills in der Ford irgendwas und was? Keine Ahnung. Also, 9-mal ultimative Geschwindigkeit. Bin gespannt, kann ja auch so ein bisschen. Mi Amigo. Erreichen und vor der Ankunft 9 ultimative Geschwindigkeitsfertigkeiten ausführen. Okay, bin ich mal gespannt, ob wir hier auch die ganze Zeit hier auf der Autobahn bleiben. Ich meine, der hat ja schon mal hier einen guten Speed. Das haben wir ja schon großartig. Ich bin ja auch fast die Strecke so hingefahren. Und ich habe ja... Der eine Ford war ja auch ziemlich extrem hochgezüchtet. So, hier ultimativ. Jetzt müssen wir das nur halten. Bin am Schluss, glaube ich, fast 390 gefahren. Kommt der jetzt vielleicht nicht ran, aber... Jetzt bin ich jetzt gerade beim dritten Mal. Ich weiß nicht, ob auch hier die... Ah, links oben steht es ja. Ob die Zeit reicht. Da bekommen wir jetzt 5. Bis 16 Mal. Noch 3 Mal im Kilometer. Sollte, glaube ich, einigermaßen funktionieren. Was? Verbleibende Zeit auch noch. Sonst aber... Kriegst von der Zeit gar nicht hin. War ich beim Start so langsam? Den Start verkackt? Eigentlich bin ich ja ziemlich losgefahren. Das sind nicht die neuen ultimativen Geschwindigkeiten das Problem, sondern die Zeit. Habe ich nicht direkt losgefahren? Ist ja viel besser, kann man doch fast nicht starten, oder? Ich meine, groß abkürzen oder so kann man auch nicht. Das Problem ist natürlich, wenn ich hier irgendwie noch hier durch die Landschaft fahre und doch denkt man kann ein bisschen, ja okay, man könnte leicht rechts fahren, aber dann kriege ich natürlich die Geschwindigkeiten, die ultimativen natürlich nicht hin. Vielleicht noch in der Kurve ein bisschen besser fahren, wobei, ja, wo hier in der Kurve ist, macht so wenig aus. Wobei ich eigentlich schon auch relativ knapp dran war, gell? Also so viel hat auch nicht gefehlt. Ich meine, klar, okay, es waren, glaube schon noch 300, 400 Kilometer, aber wenn man sich jetzt überlegt, so bei 370 sind 400 Meter auch ziemlich schnell zurückgelegt. Und jetzt kann ich eh nur noch geradeaus, also die kann ich eh nicht machen. Hier kommt das 8. Mal. Das 9. Hey, ich krieg das von der Zeit gar nicht hin. Was ist denn da los? Aber ich glaube, ich muss das machen, um in der Story weiterzukommen. Ich meine, okay, am Anfang hat er so ein bisschen durchgedreht. Vielleicht nicht mit Vollgas starten, dass wir vielleicht dann ein bisschen besser wegkommen, aber... Oh. Dann denke ich mir halt so, wenn ich halt nicht mit Vollgas starte, bin ich dann ja vielleicht nochmal langsamer. Okay, trotzdem voll durchgedreht. Ich war so, keine Ahnung, bei 60-70% vom Gaspedal durchdrücken. Da gibt es noch irgendwie... Versteckter Turbo-Boost oder so. Nitro-Einspritzung. Gibt's doch gar nicht. Wie soll ich das hier schaffen? Ich glaube, der hat mir das falsche Auto gegeben. Hätte ich nicht meins nehmen können. Das fährt nochmal einen Ticken schneller. Gibt's ja gar nicht. Scheitere ich an so einem Geradeausrennen oder was? Versucht man hier immer so ganz eng zu fahren. Die Frage wäre zum Beispiel auch, ob es jetzt schlau gewesen wäre, hier irgendwie rüber zu fahren.
Aber wenn ich die Fahrbahn quer, dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, dass ich da auch noch Zeit verliere. Hey, guck mal, das klappt von der Zeit doch gar nicht. 108 Meter? Okay, kein Plan. Ehrlich gesagt, was soll ich anders machen? Ich probiere noch einmal. Vielleicht beim Start wirklich nur ganz wenig Gas und dann, aber wann gebe ich Vollgas? Das ist ja die Frage. So, ich gebe mal wenig Gas, 20-30%. Dann muss ich aber relativ schnell. Jetzt hat er nicht so durchgedreht, aber die Frage ist, ob das positiv war für die Gesamtzeit am Ende. Natürlich die große Frage, ob ich da dann halt schneller auf die Geschwindigkeiten komme. Das kann ich so jetzt nicht richtig beurteilen. Das sieht man gleich. Also ich glaube, die letzten zwei Male war ich bei 108 Meter. Also ich frage, wenn man hier rüber zieht, diese ganz leichte, aber es hat so eine leichte Linkskurve eigentlich. Wenn das was bringt, da näher ranzukommen. Vor allem ist ja das Ziel ja auch noch auf der rechten Seite, also müsste ich ja zweimal kreuzen. So, zeitenmäßig. Bin ich sogar einen Ticken schlechter gewesen. Okay. Herausforderungskarte. Nein, voll der Scheiß. Schluss war es noch irgendwas Falsches, weil das auf derselben Stelle war. Und das da vorne ist ja nochmal so ein Zeichen. Da bin ich jetzt blöd. Oder ist das wirklich das da? Hier ist die Herausforderungskarte und die müssen wir die auch wirklich machen? Schluss mal hier noch was Falsches. War hier drin, El Camino, dreh den Fußstapfen, ja. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt. Da ist ja direkt ein Haken. Hä, aber wieso hat es mir dann auf der Karte was markiert? Ich bin sehr verwirrt, Leute. Jetzt wirklich. Hier, Horizon Arcade. Geschwindigkeitsveranstaltung. Eigentlich haben wir gerade eine geile Karre, oder? Also so geil auch nicht, aber eigentlich haben wir schon ein bisschen Bums am Hinterreifen. Gehen wir da mal hin. Müssen wir da vielleicht noch ein bisschen was machen? Müsste ja auch relativ schnell losgehen. Oh, das war zu viel. Irgendwie sehr verwirrt gerade mit diesem. Jetzt haben wir da so ein Ding angeklickt und haben eigentlich schon direkt alles gehabt, oder wie? Ich verstehe es nicht. Was? So schnell! Siehst du den Blitzer? Zeig den Fans richtig große Zahlen. Richtig große Zahlen, okay. Gruppenfortschritt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin alleine. Wenn ich alleine bin, kriege ich es ja eh nicht hin, oder? Obwohl, oh, der Fortschritt ist relativ wenig, weil ich glaube alleine bin. Eigentlich ist es natürlich ein bisschen blöd. Eigentlich hat man ja immer so 3, 4, 5 Leute mit dabei. Ich bin alleine, aber dafür gehen die Punkte halt runter. Ich habe es glaube einmal hier im Fünfer gespielt. Aber da war es ein bisschen schwieriger, weil dann glaube irgendwie 2, 3 Leute AFK gegangen sind. Ist dann natürlich ein bisschen mies. Kriegt man die Zahlen gar nicht hin. Aber alleine? Alleine ist ja auch komisch. Erreiche die Blitzerzone. Oh Mann. Gleich eine Blitzerzone. Zeig mal, ob du sie sprengen kannst. Moment mal, verlieren. Mega gute Abkürzung, oder? So. Ich denke mal, da brauche ich dann vielleicht auch dreimal. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufgaben es gibt, weil wir ja so eine Gesamtzeit links oben haben.
Weiß nicht, ob das immer drei waren oder nicht. Ein bisschen langsamer, dass wir hier die Kurve gut schaffen. Ein bisschen gucken, dass wir nicht zu viel driften. Cool! Du arbeitest dich durch die Blitzerzone, was? Gib mir das nächste Mal Zeit, um hinzukommen. Ich will mir das ansehen. Ich denke mal so, wenn ich jetzt nochmal einen Ticken besser bin, dann reicht mir sogar zweimal hier, um durchzufahren, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Weil wenn ich jetzt hier zum Gear noch raushaut, zu weit rauskommen, tut er glaube auch hier den Versuch abbrechen. Ja, okay, wir müssen wohl ein zweites Mal machen. Ich denke aber, wir müssen nicht so weit ausholen. Klar, wäre jetzt bei einer Blitzerzone natürlich vor allem ein Allradfahrzeug besser. Oh nein, nicht zu weit raus. Ja, schön war es nicht, aber okay. Reichen was? Okay, Punkte für jede Sekunde, die du über dem Tempolimit fährst. Sollte ein Klacks für dich werden. Okay. Ja, Klacks ist ein bisschen so, ja, weil ich muss ja hier ein bisschen im Bereich bleiben. Weiß nicht, Offroad. Auch so eine Sache. Jetzt war ich ein bisschen drunter. Hä? Moment mal, wieso meine Punktezahl wieder weg? Ah ne. Jetzt sind wir so zwei so Zeichen. Irgendwie sammle ich Punkte, wenn ich über 161 bin und dann hier, es wird ja so zusammengezählt. Und wenn ich dann drunter komme, dann wird es nochmal hier in einem anderen Punktestand zugezählt. Das war ich gerade ein bisschen verwirrt, dass ich wieder von vorne anfange. Dachte ich so, muss ich das an einem Stück schaffen. Das wäre ultra schwer. Ich fahre jetzt einfach hier, oder? Also eine Sache. Oh, da ist ein Schild. Oh, da ist ein Baum. Genau der. Irgendwo hänge ich. Super toll. Kann ich zurückfahren. So, dann machen wir das Schild hier. Nehmen wir mal mit, währenddessen. Da links ist auch noch irgendwo eins, weiter vorne, aber das lassen wir jetzt mal. Ich muss gar nicht so schnell fahren. Na komm, wir können doch mal lustig sein und das Schild suchen, oder? Ist die Frage, ist es zwischen den Pyramiden oder kann man da hochfahren? Ne, ist ja zwischendrin. Oh nein, da kommt der Bauer! Autsch. Super gefahren. So, Zeit haben wir eigentlich genug. Ich denke nur so, vielleicht kann ich drüben noch den Blitzer machen, wenn ich hier bin, oder? Muss man ja auch schnell fahren. Mal gucken, dass wir hier wieder auf die Straße kommen. Mal hier rum. Alter, ich bin ja erst bei der Hälfte eigentlich. Weiß gar nicht, ob es so gut ist, da immer so hin und her zu fahren. Oh, oh, oh. Oh, hier ist ja nicht mal asphaltiert. Ist ja auch nice. Echt, dann wohl hier ein bisschen ein falsches Fahrzeug. Ich habe mit Rami um 50 Pesos gewettet, dass du nächste Woche auf jedem Blitzer 3 Sterne hast. Boah, auf jeden? Schaff das bitte, ja? Ich habe keine 50 Pesos. 30 Sterne bei allen Blitzern? Machen wir die zu leicht, oder? Nee. Ach, ich hab vergessen, dass du es bist. Die Wertungen stimmen schon. So, eigentlich reicht es mir mit 200 zu fahren. Statt mit 300. Oder ich denke jetzt nicht, dass man, wenn man schneller fährt, mehr Punkte bekommt, oder? Dann kann ich hier besser umdrehen. Ich krieg da gar nicht so viel dazu. Also das letzte ist hier schon ganz schön happig. Weil ich mir denke so, was ist, wenn noch mal eine Aufgabe kommt? Die Frage, kriege ich jetzt wirklich weniger Punkte, wenn ich langsamer fahre? Ich schaue mir das jetzt mal an. Also gute 2000 Punkte auf die Strecke. Wenn ich jetzt mit Vollgas wieder rüberfahre, gucke, ob ich mehr Punkte bekomme.
Durch dass ich dann halt mehr schneller fahre. Ich glaube, die Punkte gehen jetzt nicht großartig schneller. Obwohl doch, ein bisschen schon. Ja, okay, macht doch ein bisschen mehr aus. Oder ein bisschen tut halt ganz schön Zeit ziehen, wenn man quasi da hinten ins Gras kommt und da rumrutscht wie nochmal was. So, oh, come on, ganz knapp. Jetzt machen wir nochmal so 1000 Punkte. Sollte, oh, oder fängt so an. Ja, du hast eine Horizon Arcade Veranstaltung geschlagen. Nochmal? Ja, nice. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich mal fürs Einschalten. Der Anfang war irgendwie ein bisschen, naja. ja, bis dahin wieder schauen und reingehauen.